Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen. Heute ist dran Boulder Dash. Ich zocke ja alle NES-Games einmal an und heute bin ich angelangt bei B wie Boulder Dash. Ein Mega-Klassiker, von dem wahrscheinlich so jeder, der sich halbwegs für Retro-Game interessiert, es kennt oder selbst schon mal gespielt hat, aber ich muss gestehen, diesen Klassiker habe ich noch nie gespielt. Nicht zu fassen, dieser Klassiker ist mir bis jetzt entgangen. Also ich spiele jetzt zusammen mit euch zum allerersten Mal Boulder Dash. Ich bin gespannt. Es ist ja so ein epischer Titel. Bin gespannt, ob der wirklich so cool ist. Okay, Passwort möchte ich eigentlich nicht eingeben. Aha, das ist eine nette Grafik. Das ist, gefällt mir schon. Nette Animation gleich zu Beginn. Aha, erinnert mich jetzt ein bisschen an eine Mario-Oberwelt. Kann hier auswählen. Welches soll ich auswählen? Ich nehme mal das hier, oder? Oder das in der Mitte? Ich habe doch keine Ahnung. Ist das hier der Anfang oder das Ende? Ich würde eher sagen, es ist das Ende und das ist der Anfang. Probieren wir es mal da. 1-4. Ich glaube, ich habe den Anfang erwischt. Okay. Ja, okay. Dass es um Graben geht, das wusste ich ja schon. Wie grabe ich nach unten? Nach unten drücken ist nach unten graben. Oder? Ah. Ui, ich dachte, das ist mit meinem Controller vielleicht ein bisschen schwierig. Und muss ich immer nach schauen, dass ich nach rechts komme oder wie? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass mich die Steine erdrücken. Ich habe es schon mal in einem Video gesehen. Ganz kurz. Weil irgendjemand von Boulder Dash gesprochen hat und ich keine Ahnung hatte. Deswegen habe ich mir mal ein Video angesehen. Aber jetzt wirklich zum ersten Mal selbst. Muss ich die Gegner alle zerstören oder? Man sollte wissen, worum es geht. Das weiß ich leider nicht. Wenn ich da runter gehe. Okay. Da kriege ich eins drauf. Dann muss ich das vielleicht so machen, dass der den Stein drauf kriegt? Kann das sein, dass das so geht? Wenn ich mich das durchgrabe, was passiert dann? Okay. Ah ja! Gut. Spielprinzip verstanden, ohne dabei zu sterben. Was will man mehr? Aber wie mache ich den jetzt da platt? Die Steine fliegen mir von oben runter und da oben ist ja kein Stern. Vielleicht doch noch nicht alles verstanden. Schauen wir mal, was macht Start, ist Pause, Select, macht gar nichts. Gut, da kann ich wieder. Okay, jetzt hat es mich erwischt. Wieso? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was jetzt passiert ist. Egal, ich probiere es nochmal. Aber Grafik ist top, Sound ist top, also. Ich verstehe, warum das Ding so episch ist. Vielleicht muss ich das so angehen. Da drüben ist. Ah, okay. Der verfolgt mich dann automatisch, wenn. Aha. Versuch mal das da. Vielleicht ist das irgendwie leichter. Schaut nicht so aus. Gut, da muss ich Diamanten einsammeln. Ist mir auch recht. So. Da geht's runter. Diamant. Da gibt's nichts. Diamant einsammeln. Diamant einsammeln. Uah.
Huhuhu. Du hast den Fehler gemacht. Wow, das war natürlich dumm. Nicht gescheit nachgedacht. Nicht gescheit nachgedacht. Ja, das ist, wenn man schnell macht, ich weiß, das ist nichts. Wie bei Spelunky, da sterbe ich auch immer, weil ich einfach zu schnell voranschreite meistens. So, da probieren wir es gleich nochmal. Ja! So. Es ist schon ein bisschen eine seltsame Physik, das Spiel. Nennt das alles der Sterne nach unten fallen und zerquetschen, aber sonst eigentlich nichts nach unten fällt, man selbst auch nicht. Eigentlich ist okay, aber ich finde es trotzdem irgendwie ungewöhnlich. Kann mir nicht helfen. Muss ich davon alle einsammeln? Ich weiß es nicht. Ein Diamant fehlt noch, oder was? Exit, okay. Ich habe das Exit aufgemacht. Müsste ich halt noch wissen, wo das ist. Ah! Wieso war das? Ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher, was ich da jetzt gemacht habe. Wieder mal zu schnell gewesen, oder was? Ja, jetzt hätte ich gegen ein anderes Level auswählen können, egal. Ich versuche das nochmal in Schnelldurchlauf. Aber es macht mehr Spaß. Es ist ein richtig gutes Game. Es ist ja leider, wenn wir das Spiel, wenn ich das Spiel gar nicht kennen würde, dann könnte ich unvoreingenommen da jetzt reingehen und sagen, das ist ein super Spiel, aber so ganz unvoreingenommen bin ich natürlich nicht, weil ich weiß ja, dass das ein Klassiker ist. Aber ich war von Klassikern schon oft genug enttäuscht auch, also so ist ja auch nicht. Und warum? Was? Hä? Ab und zu fliegt einem was drauf? Also ich, wieso fliegt der, wie ist dieser Stein auf mich drauf geflogen? Ist mir nicht ganz klar. Ist das, wenn zu viel frei ist, dann rollt er auf mich runter? Ich probiere das jetzt mal. Nein, da rollt er nicht auf mich runter. Da auch nicht. Aber, okay. Wieso? Was ist das? Was ist das für eine seltsame Mechanik? Warum kann ich jetzt nicht da unten gehen? Doch, kann ich. So. Ich gehe langsam vorwärts. Da unten. Elf Diamanten war ich noch. So, jetzt gehe ich runter. Fliegt mir das am Kopf oder nicht? Nein, da fliegt mir nichts am Kopf. Doch! Jetzt ist es runtergefallen. Wieso? Wieso tut es das? Ist das, wenn ich unten ankomme, dass mir was am Kopf fällt? Nein, auch nicht. Verstehe es nicht ganz, wann das passiert. Okay, da habe ich jetzt raufgegraben, das war jetzt klar, warum das so ist. Kann sich auch da relativ schnell selbst einsperren eigentlich wahrscheinlich. Hä, was geht jetzt ab? Warum ist jetzt das passiert? Warum rollen diese Steine manchmal, auch mir kommt vor, die Steine rollen manchmal seitwärts, aber wieso tun sie das? Vor allem, wann tun sie das? Manchmal rollen sie seitwärts. Ja, man muss gleich zur Seite gehen, weil manchmal rollen sie seitwärts. 5 Filme noch. Hm.
gut, ich hätte Angst gehabt, dass mir der da oben seitwärts läuft, rennt, aber der ist nicht seitwärts gegangen. Warum auch immer. Der ist jetzt seitwärts gegangen. Gut, sie können seitwärts auch runterfallen. Nur die Mechanik, wann genau das passiert, check ich jetzt noch nicht so ganz. So, einen brauche ich noch. Komm schon, einen. Wie komme ich da jetzt runter am besten? Jetzt hätte mich da bald eingebaut. Da drüben sind noch welche. Okay, wie komme ich da? Komme ich da irgendwie rüber? Na. Okay. Mich da wohl ein bisschen eingebaut. So, da wo ist denn da noch ein Diamant? Da ist noch einer. Okay, wo ist das Exit? Das müssten wir jetzt natürlich finden. Da ist. Na. Time up! Ist kein leichtes Spiel. Ist kein leichtes Spiel. Ich bin schon über 10 Minuten, aber ich versuche nur eins. Und das Spiel, so einen Klassiker, den muss man einfach besser kennenlernen. Da reicht einfach kurz anzocken nicht. Ich finde ja auch die Mechanik von diesem Level noch immer ein bisschen seltsam. Warum zerstört er mich da instant? Weil der Gegner sofort rauf geht wahrscheinlich. Ich darf das, muss ihn zerstören, wenn er unten ist. Schauen wir mal. Na. Okay, das funktioniert auch nicht. Ja, also die Boulder Dash Experten werden jetzt wahrscheinlich die Hände zusammenschlagen und sagen, was tut der Typ eigentlich? Der hat ja überhaupt keine Ahnung. Und ja, klar, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe das vorher noch nie gespielt. Das fliegt so auf mich drauf. Oder muss ich die gar nicht zerstören? Was sagt denn da diese Anzeige? Die Anzeige sagt, ich brauche 18 Punkte. Und wo ich mir die hole, ist wahrscheinlich egal. Dann hole ich mir die einfach nicht hier. Vielleicht muss ich ja gar nicht alle lösen. Wieso fliegt er jetzt nicht nach links unten? Was soll ich sagen? Flieg doch da runter. Kann ich dich rüberstoßen? Ah! Checky check! So. Jetzt gehe ich da runter. Eins. Wenn der jetzt. Jawohl! So geht's. Aber ist nicht leicht. Ist ein super Denkspiel eigentlich. Ich fange halt an, es zu verstehen. Gut. Ist es der da runtergefallen? Jetzt darunter fallen lasse, kann ich den dann noch darüber schieben. Genau. So einen richtigen Augenblick jetzt da rüber einfach. Ja, jetzt hat mich die Explosion aber mitgerissen. Ja, ist kein leichtes Spiel, aber es ist
ist schon ein cooles Spielprinzip. Muss ich da ein bisschen reinfuchsen? Vielleicht mal ein Anleitungsvideo oder Tutorial schauen und dann das Zocken ist sicher der Superfan. Würde ich mir wünschen für die Virtual Console bzw. dieses Nintendo Online auf der Switch zum Zocken. Würde mir Spaß machen und sicherlich vielen anderen auch. Also Boulder Dash, bitte auf die Switch einmal für mich und vielleicht auch für euch. Ja, wenn ihr euch die Folge gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen hoch da, damit ich auch Bescheid weiß. Ansonsten, aha, mein Bild ist schon wieder weg. Wieso? Manchmal funktioniert es nicht. Keine Ahnung, manchmal funktioniert es nicht. So ist das. Aber ich schneide nichts, ich lasse das genauso drinnen. Voll wie ich bin. Gut, wo waren wir? Ja, Daumen hoch da lassen. Auf da drüben gibt es noch jede Menge NES-Videos zum Gucken und wenn ihr wollt, noch mehr sehen wollt, unten einmal abonnieren und ihr kriegt täglich neues NES-Futter. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.